Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare 2 ha, mit mir, Alabama 1993. Auf der Map Scrapyard im Spielmodus Team Deathmatch und der UMP 45 mit Schalldämpfer und ja, was habe ich im Gegnerteam? Genau, nur Russen. Ich habe in der Lobby nur Russen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich den Leuten getan habe. Dass ich hier nur Russen drin habe jetzt. Na gut, egal. Ich versuche mein Bestes hier raus zu machen. Und ja, UMP ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil die spielen ja anscheinend hurensohnmäßig. Ich habe eben noch 3 Kills oder so kriegen können auf, auf Skiddo. Hoppala. Und ja, da haben sie halt RPK gespielt, obwohl das geht eigentlich, aber viel Shotgun, also Spross 12 und Akimbo bis zum geht nicht mehr. Ja, ich hoffe mal, dass sie ja nicht hier auch nochmal durchziehen oder kämpfen wird, so ein geht nicht mehr. Also sowas habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Aber ich sag mal, so ein 2 gegen 2 ist aktuell gar nicht so schlecht. Hinter mir. Da hat er mir aber echt den Arsch gerettet. Holy shit. Na, wo ist der? So, dann nehmen wir den. Vor allem, die hüpfen auch so dumm umher, keine Ahnung. Wie gesagt, Russen können halt nicht spielen. Ist einfach so, das ist der Fakt. Man sieht schon, wie die hier spielen und was die spielen. Und mein Problem ist gerade, dass ich gerade mitgekriegt habe, oder gerade gesehen habe, beziehungsweise, dass mir gerade eingefallen ist, ist besser gesagt, dass ich auf Nuke-Streaks bin. Das heißt, ich bin so ein bisschen am Arsch. Ja, keine Chance, wenn die halt hier am Start campen. Ja, wie gesagt, man sieht halt am eigenen Leib, kann man hier sehen in diesem Video, dass die Russen halt nichts können. Das ist einfach so, das ist Fakt. Dass die halt nur campen. Und dass der halt Timing Glück hatte, dass ich halt in der Zeit noch nicht mich umgedreht habe. Aber na gut, egal. Es sind halt Russen, ich weiß halt auch nicht warum. Ich hätte so viele Russen hier auf einmal kriege in der Lobby. Weiß nicht, ich habe irgendwie manchmal so das Gefühl, dass MW2 halt wirklich nur noch Russen spielen. Und keine Amis, Deutschen oder sonst irgendwas. Das ist, ich weiß nicht, ist irgendwie so eine ausgestorbene Rasse. Ich habe keine Ahnung, aber es geht trotzdem ganz gut. Ja gut, 8 zu 5 ist jetzt nicht so pralle, ich weiß. Aber was soll ich machen gegen irgendwelche komischen russischen Kanickel? Die meinen irgendwie dumm, um hier zu hüpfen. Na, scheiße, Mann, Alter. Wie ihr seht, seht ihr genau richtig, dass die halt nur hurensohnmäßig spielen. Und das ist halt lächerlich. Oh Mann, Alter. 10-7, ich sag mal so, ist halt ganz okay. Aber trotzdem, also ich werde das jetzt machen, ich werde die Aufnahme jetzt mal lassen. Weil aber in Wirklichkeit nervt die schon hier so ein bisschen, weil Russen, ihr seht, die können halt nix. Ich weiß nicht, wo das verdammte Problem von den Leuten ist. Warum die halt nicht spielen können. Entweder müssen sie hacken, spielen scheiße, oder die können halt aktuell nix. Ist einfach so. Nicht alle, ich sag mal so. Aber einige können schon was, ist so. Aber zum Großteil können die halt irgendwie nix. Keine Ahnung warum, aber ist einfach so. Das sieht man in CSGO, das sieht man eigentlich in jedem Ego-Shooter. Na, scheiße, da steht er halt und kann halt durchdrücken. Und ich bin halt leider noch nicht warm gespielt, ist halt auch so ein kleiner Mini-Fakt, den man auch berücksichtigen muss und die teilen mich ganz schön. Ja, wie man sieht, ich bin halt noch nicht wirklich warm. Ja, komm schon. Und dann spielt er noch Model. Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Na, komm schon, Kommando. Jawohl. Vor allem, alleine die Perks. Habt ihr gesehen, wie welche Perks die zocken? Kommando, Leichtgewicht, doch, klar. Flinkheit und all so ein Scheiß. Das war knapp. Also ich wäre dem Typen echt verbunden, wenn er noch ein paar wegholen würde und der campt. Nee, doch nicht. Never mind, der hat da manchmal gecampt. Aber ich sag mal so, 2012 ist okay gegen solche komischen Spackos. Guckt euch den da mal an. Hm? Wo ist er? Interessant, dass jetzt aktuell hier keiner angeblich steht. Okay. Hier ist mein Mate. Da laufen sie. Da haben wir einen.
Und der andere müsste eigentlich hier sein. Na komm, flanken wir mal den Semtex hin. Sollte an sich schon passen. Na komm schon, haut er mir den weg. Ja, diese Woche gibt MW2. Jawohl, es wurde doch angefragt. Und ich habe mir MW2 ja, für diese Woche auserkoren. Weil, ja, ich hatte eigentlich mal Bock mal wieder drauf. Und wollte halt mal wieder wissen, wie MW2 so ist. Und ich denke mal, mit einer gediegenen 2er-KD gegen nur Russen im Gegnerteam, ja, ich denke mal, ist ganz okay. Ist wirklich ganz okay mit der UMP. Ist halt so, ja, gut. Ich denke mal, ist okay, ja doch. Weil da habt ihr gesehen, die Russen können halt nix. Ist einfach so. Zum größten Teil, sagen wir so. In CSGO können sie nix, MW2 können sie nix. An sich in generell COD können sie nix. Battlefield, keine Ahnung, habe ich bis jetzt noch nicht wirklich gegen Russen gespielt. Da war das Spiel meist gegen deutsche oder englischsprachige andere Leute. Aber egal, nichtsdestotrotz, hoffe, es hat euch gefallen. Denkt an die Likes und ja. Hoffe, es hat euch gefallen und ja. Wie gesagt, die Likes sind halt sehr, sehr wichtig. Denn aber bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, Leute.